Bei der Einführung der regulären Ausdrücke hatte ich ja bereits behauptet, dass die regulären Ausdrücke und die endlichen Automaten die gleiche Sprachklasse, nämlich die regulären Sprachen, akzeptieren. In einem vorherigen Video habe ich auch schon mal gezeigt, wie man von einem regulären Ausdruck zum endlichen Automaten kommen kann, zu einem Näher kommen kann. Und was uns noch fehlt, ist die Rückrichtung. Wie komme ich also von einem Näher zu einem regulären Ausdruck? In diesem Video werde ich zeigen, wie das durch ein Verfahren namens Zustandselimination funktioniert. Und hier geht es erstmal um die Idee und zum Beispiel. Der Satz, der dann am Ende rauskommen soll, ist der zweite Teil des Satzes von Clini, und zwar die Rückrichtung zu dem Satz, den wir schon angeguckt haben. Und die Rückrichtung wäre in dem Falle, dass man für jeden nicht-deterministischen endlichen Automaten A einen regulären Ausdruck E finden kann, der die gleiche Sprache beschreibt wie der akzeptierte Sprache des Automaten. Gucken wir einmal das Verfahren Beispiel an und betrachten dazu einmal diesen Näher hier an der Stelle. Und dieser Näher, der hat einen Startzustand und einen akzeptierenden Zustand. Und die beiden sind unterschiedlich. Und jetzt möchten wir dazu einen regulären Ausdruck herleiten. Und die Idee ist, dass wir nacheinander Zustände eliminieren. Und zwar die Zustände, die weder der Initial, weder der Startzustand sind, noch der akzeptierende Zustand. Der einzige Zustand, der hier also in Frage kommt, wäre Q2. Und dieses Q2 möchten wir eliminieren. Und dazu erlauben wir, dass wir an die Transition jetzt reguläre Ausdrücke schreiben. Betrachten wir einmal dieses Beispiel. Hier ist der Zustand Q2 entfernt worden. Und es gab in dem Ausgangsautomaten gab es einen Weg von Q1 über Q2 zurück nach Q0. Und dazu musste man zuerst das A nehmen, dann beliebig viele Bs und dann mit dem A zurück. Und genau diese Wörter, die uns von diesem Q1 über Q2 nach Q0 gebracht hätten, die werden beschrieben durch den regulären Ausdruck A, B, Stern, A. Weil wir haben zuerst das A, dann beliebig viele Bs, kann auch 0 mal sein und danach wieder ein A. Das sind also genau die Wörter, die uns zurückbringen würden. Und die schreiben wir dann an die Kante, an die neue Transition dran. Und was wir dann erhalten, ist dieser Automat, wenn man ihn ein bisschen kürzer aufschreibt. Bei diesem Automaten ist es jetzt so, da haben wir genau einen Startzustand, genau einen Endzustand, sind unterschiedlich und die können wir jetzt nicht weiter vereinfachen. Da können wir keinen weiteren Zustand eliminieren, sonst würde uns ja was fehlen. Ne? Entweder wäre der Startzustand weg oder der Endzustand. Das heißt, wir müssen jetzt, und das kann man auch, aus diesem Automaten den regulären Ausdruck direkt ablesen. Das Erste, was wir uns überlegen, ist, wie kommt man vom Startzustand Q0 zurück zu Q0? Und die erste Möglichkeit ist, wir nehmen diese B-Kante, kommen zurück zum Startzustand. Das ist eine Möglichkeit. Alternativ können wir natürlich auch einen gewissen Umweg laufen. Wir können von Q0 zuerst mit dem A zu Q1 laufen. Dann können wir beliebig viele Bs lesen. Und dann können wir zurücklaufen mit dieser Kante A, B, Stern A, also mit irgendeinem Wort daraus, und zurück nach Q0 kommen. Das heißt, insgesamt kommen wir von Q0 aus zu sich selber mit Hilfe von B oder A, B Stern, weil wir dieses B beliebig oft machen können, und zurück entsprechend über die Kante A, B Stern, A. Insgesamt also mit allen Wörtern, die in diesem regulären Ausdruck sind, kommen wir von Q0 zurück zu sich selber. Wir wollen aber nicht zu sich selber zurück, sondern wir wollen zu Q1. Und deswegen ist der reguläre Ausdruck, sieht er so aus, dass wir zuerst überlegen, okay, wie kommen wir von Q0 zu sich selber? Das haben wir schon aufgeschrieben, das war eben dieser Teilausdruck. Wir können aber beliebig oft von Q0 wieder zu Q0 kommen. Deswegen bekommt dieser Ausdruck hier an der Stelle einen Stern. Der beschreibt jetzt also bis zu dem Stern einschließlich alle Wörter, mit denen man von Q0 zu Q0 kommt. Wir wollen aber zu Q1, das heißt, wir müssen danach ein A machen, hier rüber gehen. Und danach können wir noch beliebig viele Bs machen und hier bleiben. Und deswegen kommt dann noch ein B-Stern dazu. Betrachten wir nun in einem zweiten Beispiel den Fall, dass der Startzustand auch der akzeptierende Zustand ist. Also hier bei diesem Automaten ist dem vorherigen sehr ähnlich, außer dass der akzeptierende Zustand jetzt der Startzustand ist. Da gehen wir wieder genauso vor. Wir eliminieren Zustände. Zuerst eliminieren wir Q2. Funktioniert ganz genauso. Q2 wird eliminiert, dafür wird eine neue Kante eingefügt. An dieser Kante wird der reguläre Ausdruck beschrieben, der alle Wörter beschreibt, mit denen man quasi diesen Weg über Q2 nehmen könnte. Das ist wieder A, B, Stern A. Und danach haben wir den Automaten. Und jetzt haben wir einen weiteren
Zustand, den wir eliminieren können, dieses Q1, der ist nämlich weder Startzustand noch akzeptierender Zustand, das heißt, der kann auch noch weg. Und wir können auch diesen Zustand entfernen und stattdessen eine Kante mit einem regulären Ausdruck hinzufügen. Und wir können ja hier an der Stelle, können wir mit dem A nach Q1 gehen, dann beliebig viele mal diese Schleife, B-Schleife durchlaufen und dann wieder zurückgehen mit diesem regulären Ausdruck. Deswegen bekommen wir eine neue Schleife mit A, B, Stern, A, B, Stern, A. Das passt auch gut zu der Idee, die man bei dem Automaten schon direkt hätte haben können, dass die Anzahl der A's durch 3 teilbar sein muss und die Anzahl der B's keine Rolle spielt. Das heißt, wir müssen irgendwie, immer wenn wir in den Startzustand wieder zurückkommen wollen, müssen wir 3 A's, genau 3 A's gelesen haben. Gut, jetzt haben wir hier einen Startzustand, 2 Transitionen, die jeweils unterschiedlich beschriftet sind. Es gibt also 2 Optionen, die man machen kann. Man kann diese Kante nehmen oder diese Kante nehmen. Und das kann man an eine Kante schreiben, indem wir einfach den Plus-Operator, der die Vereinigung beschreibt, benutzen. Das heißt, wir können das ersetzen durch eine Kante, die mit B oder A, B, Stern, A, B, Stern, A beschrieben ist. Hieraus kann man jetzt den regulären Ausdruck wieder direkt ablesen. Die Kante hier vom Startzustand zum akzeptierenden Zustand zu sich selber, die können wir beliebig oft nehmen. Das heißt, wir nehmen den Ausdruck, der hier steht und sternen den einfach, weil wir den beliebig oft nehmen können. Das ist auch der Algorithmus, der in diesem Fall funktioniert. Wir nehmen also an, dass der Startzustand auch gleichzeitig einziger akzeptierender Zustand ist, eliminieren wieder Zustände und beschriften unterwegs jede Kante mit dem entsprechenden regulären Ausdruck und lesen dann am Ende am einzigen Start und akzeptierenden Zustand direkt das Ergebnis ab. Wie das dann in einem allgemeinen Fall aussieht, sehen wir dann in einem späteren Video, wo wir dann den Algorithmus nochmal im Detail angucken.